Hier sitze ich nun mit dieser Unzufriedenheit, dass ich mehr will, als was ich brauchen tue. Ich sag zu mir, es ist okay, dich unzufrieden zu fühlen, mit dieser Unzufriedenheit nichts zu machen. Sei doch einfach unzufrieden, fühl dich unbefriedigt. Ärgere dich über dich selbst, dass du nicht das kriegst, was du willst, sondern nur das, was du brauchst. Fühle das Dilemma, dass du alles haben kannst, was du brauchst, aber dass du immer noch mehr willst. Und dass das einen Zwiespalt in dir erzeugt. Wenn du merkst, dass auf einmal die Hirnaktivitäten der einen Hemisphäre nicht mehr so stark sind und die andere Hemisphäre einfach auch ihren Platz hat, dann sagst du, oh, es fühlt sich ja sehr interessant an, diese Unzufriedenheit. Das ist ja sehr interessant, dass ich mich unzufrieden fühlen kann. Ich staune auch überhaupt, dass ich hier mich als Mensch auf einem Planeten, in einem Universum auch erfahren kann. Ich weiß zwar nicht, wie das möglich ist, aber es ist auf einmal passiert. Auf einmal habe ich eine Geschichte, wo ich jeden Morgen wieder aufwache und mir die Augen reibe und dann vielleicht ist der Körper verspannt oder nicht. Und wenn es Sommer ist, dann springe ich gerne zuerst in den See hinein und dann liege ich in der Sonne und so. Ja, das ist schon sehr erstaunlich, dass ich überhaupt mit mir selber sprechen kann. Und ich bin auch, ich würde sagen, wenn ich ehrlich bin, ich bin auch daran interessiert, was ich mir selber sage. Und ich möchte mir auch wirklich zuhören. Zum Beispiel das Thema mit der Unzufriedenheit. Und auch das, dass ich gar nicht weiß, wer ich bin oder wer hier dieses Leben von mir lebt. Und dass trotzdem sehr viele Stimmigkeiten, aber auch Unstimmigkeiten immer wieder auf und abtauchen und es ein Rauschen ist und es immer eine Veränderung gibt, weil das Leben ist ja eine Bewegung, es bewegt sich ständig etwas, irgendwas. Und solange ich mich als dieses Teilchen erlebe, das in dieser Bewegung ist, ist immer auch eine gewisse Unruhe da. Natürlich kann ich auch sagen, irgendwas von mir, die Natur der Natur, das ist die Stille, in der diese Bewegung passieren kann. Und da passiert nichts, da bewegt sich nichts. Aber ich als Menschlein mit mir, hier, wo ich sage, oh, hier kann es ziehen, hier in die Nackenmuskeln, da spüre ich so eine kleine Verspannung. Da kann ich schon sagen, da ist immer was los. Was habe ich hier? Voll die fette Zecke. Fuck. Jetzt werde ich bald sterben, weil Zecken töten die Menschen sonst seit Millionen von Jahren. Keiner hat überlebt den Zeckenbiss. Es ist sehr gefährlich hier auf der Welt. Es gibt immer sehr viele Unsicherheiten und du brauchst viel Mut und auch Demut, weil du kannst den Mut haben, um sagen, das will ich tun, aber du weißt noch lange nicht, ob es dann auch wirklich klappt. Aber solange du nicht den Mut hast, auch einen Schritt zu gehen, hilft dir auch die ganze Demut nichts. Doch von wo kommt der Mut und die Motivation überhaupt hier in dem Leben, dich lebendig zu fühlen und irgendwas, die Bedürfnisse, die hier aus diesem, was auch immer, Eisberg, aus diesem Feuer des Herzens erwachen und aufsteigen wollen. Wie kannst du schauen, dass du ihnen Raum gibst, dass sie möglicherweise erblühen und du nicht verkümmerst, weil du sagst, nein, man darf diese Bedürfnisse gar nicht fühlen und nicht spüren und gar nicht haben. Ja, und trotzdem ist ja das Bedürfnis da, befriedigt zu sein, aber gleichzeitig spürst du manchmal ganz oft auch diese Unzufriedenheit, dass es so viel gibt. Du kannst sagen, so viel, es gibt so viel, was erschaffen wird, aber es gibt auch so viel, was zerstört wird. Und das passt auch gar nicht zusammen in deinem Weltbild. Das
Leute geboren werden, aber Leute alt werden, in die Hose kacken und dann sterben und dann eine Leere hinterlassen. Und dann kommen wieder kleine Scheiße nach, die auch in die Hose machen und dann anfangen rumzuschreien, wenn sie etwas nicht kriegen, was sie wollen. Und dann machen sie vielleicht irgendwas kaputt, weil da sie wollen, ich werde festhalten und sagen, das ist jetzt mein Spielzeug. Das will ich nicht mit dir teilen, weil das gehört mir. Also, warum nicht einfach? Warum nicht einfach kompliziert sein? Warum nicht einfach nichts verstehen und gleichzeitig irgendwas verstehen? Warum nicht einfach nichts? Warum nicht einfach unruhig sein und unzufrieden? Warum nicht einfach frustriert sein oder es nie schaffen werden? Warum es einfach? Warum einfach nicht das nicht niemals schaffen können? Irgendwas, weißt du, diese Zufriedenheit niemals festhalten können, sondern immer nur einen kleinen Geschmack von die Zufriedenheit haben und dann wieder unzufrieden sein, weil es schon wieder anders ist und die Zufriedenheit von gestern nicht mehr die ist, die heute vielleicht gar nicht in Erscheinung tritt.